Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Stricke. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Hallo und recht herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher. Ich bin Mr. Duriel und das hier ist das neue große Projekt auf meinem Kanal. Und viele von euch fragen sich natürlich jetzt sofort, The Witcher, das ist doch schon ein etwas älteres Spiel. Ganz recht, das Spiel ist von 2007, glaube ich, 2007 oder 2008. Wieso kommt der gute Duriel denn jetzt mit so einem Game um die Ecke? Gute Frage, ganz leichte Antwort. Ich habe mit der ganzen Witcher-Reihe noch gar nicht so viel zu tun gehabt und bis vor kurzem wusste ich, außer dass es die Spiele gibt und dass da natürlich eine Story dahinter steckt, nicht viel darüber. Dann habe ich den E3-Trailer gesehen, das Schwert der Vorhersehung oder so, Sword of Destiny, von The Witcher 3 Wild Hunt, welcher nächstes Jahr im Februar erscheint, der dritte Teil. Und der Trailer hat mich wirklich so sehr geflasht, liebe Freunde, dass ich mir mal die Sache näher angeschaut habe, mich mal informiert habe. Und das Interesse an diesem ganzen Witcher-Fame geweckt wurde in mir. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange mal mit diesem Projekt von ganz vorne an, mit dem ersten Teil, um einfach mal diese Reise von mir aus neu zu gehen. Und vielleicht gibt es ja da draußen welche, denen es ähnlich ergeht wie mir, die Witcher-Teile oder die Witcher an sich gar nicht kennen. Und vielleicht können wir zusammen hier diese Reise von Null auf starten. Und das könnte es ja ziemlich lustig und spannend werden. Und natürlich gibt es auch die Leute, die The Witcher schon, was sie sich wie oft durchgezockt haben, die alles kennen. Vielleicht könnte es für die auch nochmal eine Art Flashback sein. Wie war es damals, als ich The Witcher gezockt habe? Und wie zockt es der gute Duriel? Ihr könnt natürlich gerne immer Tipps oder Vorschläge in die Kommentare posten. Aber bitte keine Story-relevanten Spoiler, weil ich will die Geschichte ja selber erkunden und mit euch zusammen dieses Abenteuer angehen. Es sieht vielversprechend aus. So viel hat auf jeden Fall schon mal der Prolog gezeigt. Viel Action. Und was hat es mit diesem mysteriösen Hexer Geralt von Riva auf sich? Wir werden es herausfinden. Ich hoffe, ihr seid mit mir dabei. Und vielleicht wird es ja eine epische Reise. Aber jetzt genug Gerede. Lasst uns beginnen. Wir sehen uns. Let's play The Witcher.